Hätten wir schon immer so gelebt wie heute, wäre manches sicher anders gelaufen, weil wir nicht gelaufen wären. Stillsitzen galt in der Schule als Voraussetzung für Konzentration. Zu Hause bei Tisch war aufrechtes Sitzen das Gebot. Ganz allgemein setzte man das Unterbinden von Bewegung mit Disziplin gleich. Heute ändert sich diese Wahrnehmung. Das viele Sitzen ist verpönt, es macht träge, faul und dick. Und am Ende wohl auch dumm. Wir haben herausgefunden, dass Muskelaktivität über eine Erhöhung des Stoffwechsels dementsprechend eine positive Stimulation der Arbeitsleistung des Gehirns, unserer Denkfabrik quasi generiert. Und genau das ist, was man erreichen möchte, eine positive, unmerkliche, energetisch nicht sehr aufwendige Stimulation des Gehirns. Die moderne Welt ist bequem. Und der uns angeborene Instinkt, unsere Energie für den Notfall zu sparen, lässt uns jede Annehmlichkeit nutzen. Selbst die Mobilität findet weitestgehend ohne eigene Aktivität statt. Wir bewegen uns nur noch 30 Minuten am Tag, sagt eine Studie der Techniker Krankenkasse. Auch in der modernen Arbeitswelt sitzen wir fest. Computerarbeitsplätze fixieren uns vor dem Bildschirm. Die Menschen werden krank. 75% aller Berufstätigen leiden an Rückenschmerzen. Langzeiterkrankungen nehmen zu. Durchschnittlich 3 Wochen pro Jahr ist mittlerweile jeder Arbeitnehmer krankgeschrieben. Die Deutsche Sporthochschule Köln erforscht schon seit vielen Jahren die Möglichkeiten, dem Bewegungsmangel im Büro zu begegnen. Eine aktuelle Studie basiert auf 2 vorausgegangenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Sämtliche Bewegungen beim Sitzen im Berufsalltag werden mit Sensoren und Infrarotkameras erfasst. Zusätzlich wird die Sauerstoffsättigung in bestimmten Muskelgruppen gemessen. Dabei wurde nachgewiesen, dass Stühle, die eine größere Bewegungsfreiheit im Sitzen ermöglichen, die besonders wichtige Muskulatur im Lumbalbereich deutlich besser anregen. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung in alle Richtungen hält die Muskeln aktiv, sorgt für mehr Sauerstoffsättigung und fördert den gesamten Stoffwechsel. Das gemeinsame Fazit aller 3 Studien ist, mehr Bewegung heißt mehr Aktivität des Stoffwechsels und das fördert die Gesundheit. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule entwickelt Wilkan neue Stuhlkonzepte für bewegtes Sitzen. Das neue Modell, der AD, bietet zusammen mit einem höhenverstellbaren Tisch den fließenden Übergang zwischen Sitzen und Stehen. Mit dem AD erweitert Wilkan die Familie der Free-to-Move-Bürostühle um eine Stuhlreihe, die wie der On und der In dem Sitzen maximale Bewegungsfreiheit gibt. Damit wir in Zukunft auch im Sitzen in unserer Entwicklung nicht stehen bleiben. Wilkan. Wir bringen dem Sitzen das Laufen bei.